Im grauen Alltag der weltweiten Automobilindustrie gibt es streng genommen nur wenige Highlights. Einige verdienen aber besondere Orte, um sie zu erfahren. Wir taten dies bei unserem Erstkontakt mit dem neuen Mercedes AMG GT rund um San Francisco, herunter bis nach Monterey und auf einer der schönsten Rennstrecken der Welt, in Laguna Seca. Da die allermeisten Exemplare aber niemals die Rennstrecke erblicken werden und die meisten Käufer das Fahrzeug zum Cruisen und zum Zeigen benötigen, sind wir durch San Francisco gefahren und waren uns sicher, dass der AMG GT zum neuen Traumwagen der Amerikaner, bestimmt aber aller Motorenthusiasten wird. Heute befinden wir uns in Kalifornien. Hinter mir sieht man die Golden Gate Bridge. Das bedeutet, wir befinden uns in San Francisco. Neben mir auch ganz neu der neue Mercedes AMG GT. Ein unglaublich schönes Fahrzeug, aber ist es auch gut? Denn es soll die Sparversion sein vom SLS, den es bis jetzt mit Flügeltüren gab. Aber Sparversion ist nicht richtig, denn auch dieses Fahrzeug verfügt über Rennsporttechnologie. Es hat 510 PS in der S-Version, in der regulären Version ein paar PS weniger, aber das macht kaum was aus. Das Fahrzeug geht sehr, sehr schön durch die Kurven. Es macht viel Spaß, wie ich schon sagte, auch im Stadtverkehr. Es ist ein Cruiser. Er ist für den amerikanischen Markt geschaffen, aber das heißt heutzutage nichts mehr. Es ist immerhin ein Weltfahrzeug. Um zu sehen, was das Fahrzeug letztendlich kann mit seinen Rennsportgenen, gehen wir gleich noch auf die Rennstrecke von Laguna Seca in der Nähe von Monterey. Und ich freue mich schon drauf und von da werden wir uns wieder melden. Das Fahrzeug sieht schon aus wie die perfekte Fahrmaschine. Die Proportionen sind perfekt. Das Heck erinnert an den größten Gegner, den Porsche 911. Der Rest an einen etwas optimierten und geschrumpften SLS. Der lange Vorderwagen und das Fahrgasthaus wie aus einem Guss gefertigt und die Verarbeitung ohne Tadel. Serienmäßig ist der Mercedes GTS mit einer Performance-Abgasanlage ausgestattet, bei dem der Fahrer den Motorsound variieren kann. Ebenso gibt es elektrisches Hinterachs-Sperrdifferential und das AMG Ride Control Sportfahrwerk, bei dem der Pilot per Tastendruck in der Drive Unit mehrere Fahrprogramme einstellen kann. Wie bereits angekündigt, wir befinden uns nun in Laguna Seca. Das ist in der Nähe von Monterey, südlich von San Francisco, auf der Rennstrecke. Einige werden Sie kennen aus dem berühmten Rennen der Champ Car Serie, der amerikanischen Formel 1. Das Besondere an dieser Strecke ist, wir dürfen heute mit diesen wunderbaren Fahrzeugen hinter mir, den AMG GTs, die ganz neu gerade vorgestellt werden, auf die Strecke. Und dieses Fahrzeug überzeugt natürlich nicht nur im Straßenverkehr, sondern wenn nicht auf der Strecke, wo dann? Denn schließlich ist es für den Rennsport gemacht und dort soll es ja auch in Zukunft einiges an Lorbeeren noch für Mercedes einfahren. Für uns ist es natürlich interessant, dieses Fahrzeug hier zu bewegen. 510 PS sprechen für sich. Er lenkt schön ein. Er hat das typische Fahrverhalten, was wir auch vom SLS kennen. Er hat natürlich die Besonderheit, dass durch den langen Radstand, den Motor vorne, das Getriebe hinten, diese Transaxle-Fahrweise, dass das Auto natürlich etwas robust auf der Straße liegt. Er ist nicht so ganz leichtgängig und so ganz leichtfüßig auf der Straße, aber dafür liegt er auch sehr stabil. Eines vorweg, das Auto hat uns mehr als überrascht und Laguna Seca war die perfekte Wahl, denn wenige Rennstrecken haben so viele Kurven, die am Ende zumachen und ein so perfektes Fahrwerk erfordern. Vor allem die berühmte Corkscrew, sicher eine der bekanntesten und spektakulärsten Kurven im internationalen Motorsport, will sauber durchfahren werden. Was aber mit dem GT perfekt gelingt. Ohnehin ist eine Runde der absolute Traum. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas und jetzt fahren wir hier auf die erste Rundkurve zu, ein bisschen leicht anbremsen. Das Auto liegt unglaublich neutral und links, Auto rutscht über alle Räder. Ja, das macht unglaublich viel Spaß und noch mal kurz abbremsen, die Kurve macht etwas auf, man ist fast immer zu langsam. Unglaublich. Es macht unglaublich Spaß und ich könnte süchtig nach diesem Auto werden. Laguna ist eine sehr herausfordernde Rennstrecke, sowohl für den Fahrer als auch für das Auto, denn man kommt über viele Kuppen, man muss
über die Kuppe anbremsen, da ein Auto stabil zu halten, ist relativ schwierig. Aber der GT macht es meisterlich und macht einfach unglaublich Spaß. Wir fuhren auf die Strecke und glaubten zu wissen, was uns erwartet. Aber alles Makulatur, wenn man plötzlich merkt, der Wagen ist unglaublich gut und schließt zu Porsche auf. Und das war ja auch das erklärte Entwicklungsziel. Um den Basis-GT adäquat abbremsen zu können, ist eine Bremsanlage mit innenbelüfteten 360 mm großen Bremsscheiben verbaut. Der Mercedes-AMG GT S erhält 390er Bremsscheiben an der Vorderhand sowie rote Bremssättel. Gegen einige extra Euro ist eine Keramikbremse erhältlich mit dann 402 mm großen Bremsscheiben. Der Innenraum des Mercedes-AMG GT zeigt sich als konsequente Fortsetzung des aktuellen Mercedes-Designs. Die typischen runden Luftdüsen und der freistehende Bildschirm auf dem Armaturenträger sind bekannt. Wir haben einen Sportwagen gebaut, der alltagstauglich ist. Das heißt, man kann damit genauso auf der Straße rumcruisen, ohne groß aufzufallen. Aber wir wollten natürlich auch ein Auto haben, wenn es auf die Rennstrecke geht, und wir haben viele Kunden, die das machen, die sich dort wohlfühlen und natürlich auch in ihrer Klasse konkurrenzfähig sind. Und deswegen, glaube ich, ist das perfekte Auto. So gesehen ist es ein hervorragendes Fahrzeug, was sehr viel Spaß macht und natürlich seinen Weg machen wird. Und seinen Weg wird er ganz besonders auch schon deshalb machen, weil der Preis überzeugt unglaublich. Für ca. 100.000 Euro ist man dabei und dann hat man 510 PS und ein Auto. Wir haben es selbst gesehen hier in Kalifornien, wo sich alles wirklich nach umdreht. Mercedes-AMG möchte den AMG GT in größeren Stückzahlen absetzen. Der Preis von 115.430 Euro für die Basisversion und 134.351 Euro für die S-Variante sind für das Gebotene nahezu ein Schnäppchen. Auch im Vergleich zu einem Porsche 911. Allerdings wird der Show-Effekt auf den Straßen schnell nachlassen, wenn zu viele sich für den neuen AMG-Sportler entscheiden. Dann zählen andere Werte, aber der GT3 soll ja auch bald folgen. Und dann kann man wieder markant promenieren. Der AMG GT hat uns auf den Traumstraßen Kaliforniens mehr als überzeugt. Auf der Rennstrecke ob seiner Performance geradezu überrascht. Es gibt einen neuen im Segment der stilvollen Sportler. Und das ist auch noch ein sehr, sehr guter.